Was geht, Leute? Vorletzte Woche habe ich ja so eine kleine Review über das Pop Smoke Album gemacht und die scheint ganz gut angekommen zu sein. Und jetzt ist halt die Deluxe rausgekommen. Und ich möchte mir heute die Frage stellen, ob die Deluxe das Album gerettet hat oder nicht. So Meinungsvideos machen mir echt Spaß, weil ich da irgendwie lockerer drauf bin. Die Dokus kommen immer noch, keine Angst, aber ich kann mir vorstellen, solche Meinungsvideos oder Reviews öfters zu machen. Schreibt mir in die Kommentare einfach Themen oder Alben, auf die ihr Bock habt. In der kommenden Woche kommen auch zwei geile Dokus auf euch zu. Eine über einen gewissen Tupac-Beef, ich sag euch noch nicht mit wem, und eine über einen Chicago-Rapper. Ihr kennt ihn bestimmt alle. Gestern Nachmittag wurde ja die Pop Smoke Deluxe endgültig released. Das war ein bisschen komisch, weil die ersten 5 Tracks wurden ja schon vorletzte oder letzte Woche, ich weiß gerade nicht wann genau, released. Und das fand ich ein bisschen komisch, weil es so aufgeteilt wurde. Wieso nicht einfach alles auf einmal? Hätten sie halt noch ein bisschen gewartet. Aber egal, heute geht es um alle 10 Tracks und bevor ich auf jeden einzelnen Track eingehe, möchte ich euch erstmal ein paar Kritikpunkte nennen und ein paar Sachen, die, wie ich finde, sehr gut gemacht wurden. Also als erste Kritikpunkte. Wie schon gesagt, fand ich es ein bisschen komisch, dass die Deluxe so aufgeteilt wurde. Aber die hatten da bestimmt einen Grund für. Wenn ihr ihn wisst, könnt ihr mir ihn gerne in die Kommentare schreiben. Ein paar Feeds haben mir gefehlt. Also mir persönlich hätte ich mir NBA Youngboy DMX gewünscht. Und 5U4N hatte ich eigentlich drauf erwartet. Weil der hatte ja mal in seine Story gepostet, dass er auf der Deluxe ist. Aber irgendwie war er nicht drauf. Fand ich ein bisschen schade, weil ich finde, dass er echt drauf gepasst hätte. Was ich aber absolut nicht nachvollziehen kann, ist wieso ist Dior nochmal drauf. Ohne die ganzen Deluxe-Alben mitzuzählen, ist Dior auf 4 Alben vertreten. Dior war nämlich einfach auf Meet the Woo 1, Meet the Woo 2, Shoot for the Stars, Aim for the Moon und jetzt auch auf Faith. Das ist einfach auf jedem Album. Wieso? Also, keine Ahnung, vielleicht um das Album in Verkaufszahlen zu pushen, aber hätten sie gleich weglassen können oder einen anderen Track drauf machen, aber das ist halt voll zu Meme geworden. Jeder macht sich halt schon drüber lustig, dass Dior auf jedem Album ist. Was ich jetzt als Kritikpunkt aufführe, aber gleichzeitig auch als positiven Punkt ist, dass sehr viele Songs davor schon geleakt waren. Das heißt, sehr viele Songs kannte man schon. Klar fuckt's ab, wenn man sich auf neue Pop Smoke Lieder freut und dann irgendwelche released werden, die man schon längst kennt. Dafür müsst ihr aber dran denken, dass wir jetzt Lieder auf Spotify, Apple Music und so weiter haben, die wir feiern und so die ganze Zeit nur auf YouTube gehört haben. Also ich finde es eigentlich ganz cool, dass jetzt wenigstens sehr starke Lieder drauf sind. Und auf der Deluxe sind jetzt sehr viele Homies von Pop Smoke vertreten. Das feiere ich echt sehr. Das hätten sie gleich auf dem richtigen Album machen sollen. Und genau deshalb finde ich die Deluxe, also ich persönlich finde sie zumindest viel besser als das normale Album, weil sie mir einfach viel stimmiger und viel realer rüberkommt. Und trotzdem finde ich, dass sie das Album nicht rettet, weil was das Management getan hat, habe ich ja schon in meinem letzten Video gesagt, ist unverzeihbar. Man hat einfach gemerkt, wie das Management von Pop Smoke, also Victor, wie extrem geldgeil er ist. Naja, das war jetzt meine Meinung kurz gefasst und jetzt gehe ich auf jeden Song einzeln ein. Der erste Track ist Questions. Dieser wurde von 808 Mello produziert und ist daher, wie ihr euch alle denken könnt, sehr stark. Der Track wurde, wie ich denke, eindeutig von 21 Questions, von 50 Cent und Nate Dogg inspiriert, was ich sehr feiere. Der Track wird von Mal zu Mal immer geiler. Deswegen hört den Track öfters an und gebt ihm eine Chance. Er hat echt Potenzial. Der zweite Track auf der Deluxe ist Rundown. Das ist mein persönlicher Lieblingstrack auf dem ganzen Faith-Album, also auch auf der Deluxe. Und der Track war davor schon geleakt. Auf dem Leak war aber nur Pop Smoke sein Part und der Part von On Point Like OP. Dieser ist ein Rapper aus New York, welchen ich davor ehrlich gesagt nicht kannte. Deswegen feiere ich es auch so, weil ich jetzt einen neuen Künstler kennengelernt habe, den ich feiere. Und sein Part auf dem Track hat mir sehr gut gefallen. Auf dem Album wurde G Herbo noch auf den Track gepackt und das passt wie die Faust aufs Auge, glaubt mir. Er kommt krank in seinen Part rein und sein Text passt voll zu diesem Track. Es ist in meinen Augen einfach ein sehr stimmiger Track, den Pop Smoke eventuell so auch selber released hätte. Der dritte Track ist Money Man. Ist in meinen Augen auch ein sehr starker Track und ich hätte mir safe gewünscht, dass das ganze Album so wäre wie dieser Track. Das Feature, also Killer, kannte ich ehrlich gesagt davor auch nicht. Der scheint auch sehr unbekannt zu sein und sein Spotify-Profil hat nur ca. 2000 monatliche Hörer. Trotzdem hat mir sein Part sehr gut gefallen und er scheint bestimmt auch ein sehr enger Freund von Pop Smoke gewesen zu sein, wenn ihn so niemand kennt und er ein Part auf Pop Smoke sein Album bekommen hat. Ihr könnt mich übrigens gerne über Künstler, die ich so nicht kenne oder die etwas unbekannter sind, aufklären. Der vierte Track ist Defiant, er ist mit Dread Wu und Trevi. Ich feiere das Lied übertrieben und ich feiere auch, dass Dread Wu drauf ist. Trevi sein Part ist auch sehr stark. Es ist viel besser als der Part auf dem normalen Album. Er war ja auf Top Shot da drauf und deswegen war ich ein bisschen abgeneigt gegenüber ihm, also musikalisch. Aber jetzt hier auf dem Part hat er mich echt überzeugt, denn er kann echt rappen. Der fünfte Track ist Rumble, der ist mit Tay Floss, auch einem Rapper aus New York. Und der Song ist auch schon länger geleakt. An sich ist es kein schlechter Track, aber den Beat fühle ich jetzt persönlich nicht so. Der erinnert mich ein bisschen an diese Afro-Trap-Deutsch-Rap-Zeit, so keine Ahnung, wie es bei euch ist, aber ich fühle ihn halt nicht so. Ist ja nur meine Meinung. Die Parts von den beiden Rappern, also von Pop Smoke und von Tay Floss, sind aber echt gut.
Der sechste Song auf der Deluxe ist Don't Know Him mit Roswish. Der Track ist schon seit einer gewissen Zeit geleakt, aber ist trotzdem einer meiner Lieblingstracks auf dem Album, obwohl er relativ kurz ist. In dem Track wird halt so eine kleine Story erzählt und der ist halt cold, Mann. Ich feiere ihn einfach. Der siebte Song ist Double It mit Fatty Luciano und der Song ist halt schon übertrieben alt. Er hatte sogar ein Musikvideo. Ich habe den Track halt schon lange tot gehört und Pop Smoke war auf dem Originalen der Feature-Part. Und ja, also ich kann mich nur für die Leute freuen, die den Track davor nicht kannten und jetzt was Geiles zum Hören haben. Schließlich ist er jetzt auf Spotify. Der achte Track ist der Remix von Mrs. Jones und heißt jetzt Mr. Jones. Anstatt Future ist jetzt Anuel AA drauf. Also vorweg gesagt, ich feiere Anuel AA gar nicht, ist gar nicht mein Vibe. So ist halt nur meine persönliche Meinung. Deswegen feiere ich den Remix überhaupt nicht. Die Originalversion fühle ich viel, viel mehr. Der neunte Track ist Bad Boys und der ist mit Pop Smokes leiblichem Bruder Obasi. Von Obasi als Person halte ich sehr viel, denn er hat zusammen mit seiner Mutter, also auch der Mutter von Pop Smoke, sehr viel für Pop Smokes Legacy gekämpft. Und wegen diesem Background feiere ich den Track automatisch halt noch mehr. Ich feiere einfach den Vibe und das Gesamtpaket. Der letzte Track ist halt Dior, den kennt ihr halt zu 100% alle, wenn ihr Pop Smoke kennt. Und ich habe am Anfang ja schon meine Meinung dazu gesagt. Ich finde es ein bisschen unnötig, dass er drauf ist. Also im Großen und Ganzen war die Deluxe, wie ich ja schon gesagt habe, besser als das Album. Trotzdem ist es für mich jetzt keine Entschädigung für das, was sie mit Pop Smoke mit dem normalen Album gemacht haben. Ich sag euch ehrlich, ich hoffe, das war jetzt Pop Smokes letztes Album, weil ich einfach nicht glaube, dass das Management das hinbekommt, mit dem Material, was sie haben, ein Pop Smoke gerechtes Album zu releasen. Ehrlich gesagt bin ich auch echt enttäuscht, dass Favio nicht drauf ist. Keine Ahnung wieso, ergibt für mich einfach keinen Sinn so. Aber naja, was will man machen? Die Deluxe hatte immerhin 7 Lieder drauf, die mir gefallen haben und die ich eventuell auch in meine Playlist packen werde. Schreibt mir mal eure Meinung über die Deluxe in die Kommentare und was euer Lieblingslied drauf ist. Und sagt mir Bescheid, wenn ich mehr von solchen Album-Reviews machen soll. Das war jetzt so mein mitspontanstes Video, was ich jemals gemacht habe und ich hoffe, es gefällt euch trotzdem. Wir sehen uns, passt auf euch auf, bis zum nächsten Mal. Long live Pop Smoke. We'll be right back.